Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Meine lieben Freunde, es ist soweit. FNCS ist wieder mit am Start und wir gucken heute den Leuten aus NA East zu. Benji Fishy coacht schon wieder TFU. Wir haben mit dabei, wir haben Klicks, Unknown etc. pp. Wieder die krassesten Solo-Spieler, die wir kennen. Das Ganze wird wieder gelivestreamt auf Twitch. Wenn ihr da vorbeischauen möchtet, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Twitch.tv/Amar. Gleiches Prinzip wie in EU. Die Top 300 Spieler heute treten gegeneinander an. Die Top 80 heute und morgen, ne? Heute und morgen wird zusammengezählt, die Punkte. Die Top 80 kommen in die nächste Runde. Es geht wieder um massiv viel Geld. Jeder Kill gibt 4 Punkte. 33 Punkte gibt es insgesamt, falls man den Win holt. Damit würde ich sagen, ich höre auf zu labern. Viel Spaß mit den Highlights. Also ich sage euch ehrlich, Innocent hätte das richtig, also er hat schon richtig gut ausgespielt, aber wäre er Lowground gegangen, wäre das die beste Alternative gegeben. Guck mal, ich gebe euch mal einen Tipp. Livestream. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr in so einer Position seid wie er und die Zone geht wieder zurück, also vom Berg weg, nicht auf dem Berg noch weiter hoch. Wäre es weiter auf den Berg hochgegangen, wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen, dass er auf Highground gegangen ist. Aber wenn es von dem Berg weggeht, entweder habt ihr genügend Mets und spielt dann Highground. Mit seinen Mets, die er hatte, hätte er Lowground spielen müssen, weil im Lowground eigentlich prinzipiell niemand sein kann. Weil die Zone ja rotiert vom Berg runter. Und dann kann man im Lowground Flopper spielen und nochmal richtig klatsch gehen. Ah, schöne Tags. Schöne Tags. Er muss ihn hitten. Jumphead direkt neben ihm geplaced worden. Das ist perfekt. Das ist perfekt für seine Rotation. Blake, FPS. Genügend Mets mit am Start. Hat selber noch ein Jumphead. Versucht jetzt hier natürlich mit Holz zu bauen, weil das gerade das Cleverste ist. Wenn er jetzt hier die alten Builds lang geht und die recycelt, dann ist das perfekt. Und das macht er auch. Guckt euch diesen Recycle an. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt ein Stückchen nach oben. Und jetzt sollte er eigentlich chillen aus der Position. Sobald er in der Zone ist, sollte er chillen und danach vielleicht für einen Jumphead gehen. Für die nächste Rotation. Oh oh. Alter, gut. Das macht er richtig, richtig gut. Was macht er denn? Hat er Highground? Er hat Highground. What? Er hat aber nicht die Mets, um den Highground zu halten. Trotzdem kann er hier bleiben. Und das ist natürlich das Wichtige. Das gibt immer Free Placement Points, wenn man hier auf Highground schon mal early ist. Guckt euch das mal an. Hier kann doch keiner ein Free Play machen. Aus so einer Situation auf gar keinen Fall. Und die Zone pullt ein bisschen nach links. Er kann die ganzen Mets recyceln von den Gegnern. Er kann jetzt für die Kills gehen. Den HP nur verloren. 147 HP. Er hat keine Mets mehr. Er hat aber die taktische Shotgun. Top 4 Situation. Er nimmt hier ohne Ende Placements mit. Misst seinen Shot. Misst den zweiten. Misst den dritten. Aber er holt trotzdem noch den Kill. Digga, er macht das so clever. What the fuck? Nimmt den Grappler mit. Er nimmt den Grappler mit. Ist jetzt 1 HP. Und damit ist es eine 1v1v1 Situation. Holy shit. Jesus Maria Brustus. Was macht Blake? Wenn er das Ding gewinnt, ne? Das wäre halt schon extrem krass. Der Gegner muss die Mets recyceln. Holy shit. Auch nur noch 100 HP. Maximal. 100 HP maximal. Wenn er jetzt hier auf den Close Range Fight geht, dann kann er das gewinnen. Let's go, man. G fucking G's, Bro. Wir müssen ihn anmachen, Leute. Real Talk, wir müssen ihn anmachen. Holy shit. Alles. Oder auch nicht. I'm gonna look for kills all day late. Yo! What? Alter, viel zu solide. Oh was? My God. Er holt Imet! Leute, wir believen. Wir believen, er hat Highground. Wir believen. Was macht er da? Er muss auf Highground bleiben. Das war's. Das ist es. Macht ihn an, Leute. Macht ihn an. Ihr müsst ihn hochhalten. Ihr müsst ihn hochhalten. Ihr müsst ihn hochhalten.
das reicht schon. Das reicht schon. Das hat genau auf dem Beat Drop aufgehört. Alter, ich tank hier voll. Zwei 35er Hits, no way! Er muss auf die Mini scheißen, Leute. Er muss jetzt aus der Box ein Mini schmeißen. Er muss einfach sagen, ah, scheiß auf den Mini, Digga. Der muss doch rausfliegen. Ah, scheiß auf den Mini, Digga. Wir dürfen aber den Rasenmäher nicht abusen. Das hast du genau richtig geschrieben. Amade, Hengst, du hast recht. Wir müssen gucken, ob das auch sinnig ist. Wir müssen auch gucken, ob das sinnig ist. Digga, gestern sippen wir einen Red Bull. Kill! Gestern sippen wir einen Red Bull. Und haben schlechte Laune, schlechte Games. Heute sippen wir ohne Ende Capris. Und nur gute Laune. What the fuck? Ey, ich muss ehrlicherweise zugeben, Klicks macht das so gut mit der Rotation. Versucht jetzt hier nochmal die Frags mitzunehmen. 18 Leute sind nur noch am Leben. Lasert den Gegner hier für 140 HP. Das macht er stark. Hat noch zwei Flopper übrig. Und macht den Frag Classic. 500 Metz noch. Eigentlich müssten wir den Aal anschmeißen. Eigentlich, also Real Talk, ich schwöre es euch, ich fühle es komplett die Runde. Guckt euch das einfach an. Er kann einfach nichts dagegen machen, der Gegner. What the fuck? No way. Er hätte ihn nicht. Gegner versucht ihn ja zu pressern. Geht rein in die Box, one shot und er ist dead. Und er ist dead, der Gegner. Ein Flopper hat er nur noch. Er muss jetzt rotieren. Er muss unbedingt rotieren. Ja, er ist tot. Er ist tot. Ja, ciao. Gut, dass wir es nicht angemacht haben. Okay. Leute, wir gehen in die Late Game Rotation. Ihr wisst, wen wir zuschauen. Unknown Army. Derjenige, der alles W-Keyt. Letzte Runde hat einfach 13 Kills geholt, glaube ich. Die wir zugeschaut haben. 13 Kills. Und jetzt versucht er hier weiterhin zu rasieren. Wie viel Geld kann man morgen mitnehmen? Morgen kann man als erster Platz 50.000 Euro mitnehmen. Zusammengerechnet natürlich auch mit diesem Turnier. Holy shit, er wird gelasert. Hat noch drei Flopper. Er kann die alle ausspielen. Ein Flopper nimmt er sich jetzt schon mal. Das ist schon die 10er-Tick-Zone, by the way. Geht weiter rein. Neben ihn direkt der Gegner. Er schüttet ihn mit der AR. Meint ihr, das ist fair? Eins in den Chat. Gegner heavy sniped sich komplett rein. Was ein Psycho. Aber Unknown Army hat hier noch 500 Mats und er muss sie auch usen. Er kriegt Fallschaden. 8 HP. Gönnt sich den Fischi. Und hat wieder 58. Genügend Mats. 26 Leute noch am Leben. Leute, Top 20 gibt die nächsten Platzierungspunkte. Ihr wisst das. Nächstes Medkit direkt vor ihm. Er muss das mitnehmen. Er nimmt es nicht mit. Okay, scheiß drauf. 500 Mats noch übrig. Spielt jetzt Lowground aus. Das ist perfekt. Eigentlich hätte er jetzt das Mats... Ja, er hat das Mats-Kit nicht mitgenommen. Hat er jetzt gerade realisiert. Top 20, nächsten Platzierung. Er hat die Spaß, er hat die Aug. Platzierung ist free. Noch nie war Platzierung so free. Hittet den Gegner. What? Er holt Booger. Booger W-Keyt ihn und wird komplett auseinandergenommen. Das ist nicht Rasenmäher-worthy hier. Leute, ich fühle das, wenn es Rasenmäher ist oder nicht. Oh, that's so annoying. Thank you for the... Es war krass. Es war krass, was er gemacht hat. Aber ich fühle es doch vorher schon. Ich finde mal die geilsten Leute Livestream. Die 11 Monate im Jahr. Saufen. Kiffen. Frauen betrügen. Und keine Ahnung. So richtig, richtig viele weirde Sachen machen. Und dann plötzlich, wenn Ramadan ist... Alhamdulillah, Bruder. Und dann fragen sie dich, warum fastest du nicht, Bruder? Das sind mir die Liebsten. Leute, Fasten sollte man immer für sich selbst machen. Das macht man für sich und seine Religion. Das ist auch genauso im Christentum. Oh, nice Hits. Ah, no way. Er wird von hinten gelasert.
Like right where the medkit was, there's a couple minis, just grab them quick. Stark. Nice. Warum so viele Punkte? Ja, gute Frage, Bruder. Gute Frage, Mann. Will Pro-Player sein, weiß nicht, wie ich anfangen soll. Einfach anfangen. Einfach creative, flexen, dir Turniere anschauen bei mir, versuchen, das Beste rauszunehmen und selber Turniere spielen. Ist das Mr. Savage? Ja. Leute, T-View und... Also T-View wird von Mr. Savage und Benji gleichzeitig gecoacht. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Das ist einfach ein Legenden-Trio dort. Und trotzdem hat er in Anführungsstrichen nur 36 Punkte. Digga, wenn er jetzt einfach durch das Wasser rotatet, ist er doch eigentlich free, oder nicht? Das war eigentlich free Rotation. Einfach Wasser rotaten. Direkt vor ihr Gegner. Macht auf. No way! Digga, er trifft keinen Schuss. What the fuck? Noch zwei weiter nach vorne und er ist drin. Noch zwei weiter nach vorne und er ist drin, Livestream. Alter, Kylie. Oh, was sind das für Shots? No, we no-scope me. You just got... Oh my god. Bro, what is your luck? Rasenmäher oder die Meer-Org oder die Schultern-Org oder keine Ahnung was. Das kann man immer machen. Sowas wie Lost und Hort. Wenn sich das Ganze natürlich refinanzieren kann durch Partner etc., dann kann man daraus auch eine Organisation machen. Aber ich persönlich würde nur eine Organisation selber gründen, wenn ich dort komplett all-in gehe. Komplett all-in. Und mir die geilsten Leute ranhole, die geilsten Teams mit ranhole in den Turnieren, einen Baba-Cast veranstalte, ein eigenes Studio habe und auf sowas hätte ich richtig Bock. Weißt du, und dann aber auch, das ist das Wichtigste und das vergessen viele Organisationen, das vergessen sehr, sehr viele, weil viele Organisationen ruhen sich darauf aus, ja, wir kaufen uns einfach die besten Spieler ein. Das finde ich zum Beispiel bei Wave ganz gut. Wave hat schon in Talente investiert. Das waren dann nicht schon die Besten, sondern die haben schon in Talente investiert. Und genauso würde ich das auch machen als Org. Ich würde schon frühzeitig die Leute unterstützen, wo ich kann. Also keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise, nehmen wir mal, oh, wen können wir denn nehmen? Wir nehmen Urgypt. Urgypt ist ein gutes Beispiel. Urgypt hat sich in diesen letzten 1,5 Monaten, seitdem ich diese Tierlist gemacht habe, so extrem gesteigert. Übertrieben hart gesteigert. Und jetzt als Organisation zuzuschnappen und zu sagen, den nehmen wir, den geben wir, weiß ich nicht, 500, 600 Euro im Monat. Wir unterstützen ihn, was sein Equipment angeht. Hauen ihn Elgados hin, Monitore, Kamera, PC, Lichter und so weiter und so fort. So, unterstützen ihn so krass, nehmen so gut wie nichts von ihm, aber dafür machen wir einen langfristigen Vertrag. Dass wenn er dann in den nächsten, so wie ich das angehen würde, ist, ich würde jemanden nehmen, oder ich würde sehr viele nehmen, ich würde so eine Gruppe von 10 Leuten, wo ich richtig Talent sehe, vielleicht sogar 20 Leute, Geld geben, Motivation geben, Motivationscoach, Coaching insgesamt, nicht nur von mir, auch von anderen Persönlichkeiten, das ganze Equipment zur Verfügung stellen, vielleicht sogar ein eigene Organisationshaus, sowas wie das Face House oder sowas. Also erstmal natürlich einen richtigen Businessplan. So, und dann würde ich das so machen. Das allererste Jahr, wo er bei mir ist, alles umsonst. Er muss nichts abgeben. 0,0. Nach diesem einem Jahr, nachdem wir ihn aufgebaut haben, weil er muss ja natürlich von irgendwas leben. Und jetzt gerade lebt er ja von etwas. Nachdem wir ihn aufgebaut haben, nach diesem einen Jahr, sind Neuverhandlungen. Er ist weiterhin in der Organisation, egal was ist. Aber dann gibt es Neuverhandlungen. Und dann gibt es so, ab jetzt verdienst du Summe X. Keine Ahnung, dann sind es plötzlich 10.000 Euro oder whatever, wenn er sich so krass gesteigert hat und so groß geworden ist. Aber dafür gibst du dann Prozentshare von 10-20% ab oder so. Whatever. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre schon... Digga, das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Stretch ist weiterhin mit oben dabei. Rogue Shark hat heute auch nicht gestreamt. Auf dem dritten Platz. Commandon weiterhin... Digga, das ist für mich Thomas HD in Dings in Amerika. Real Talk. Er ist immer konsistent dabei. Fällt nicht groß auf, immer dabei. Unknown auf dem 11. Platz, der hat nochmal gut rasiert. Dann haben wir Bizzle mit dabei. Wo ist Bugger hin? Da ist Bugger. Alter, 40. Platz geworden noch. Okay, aber trotzdem... Ja, das ist nicht so großer Abstand. Das ist eine gute Runde. Leute, Runde heute, Tag 1, wird zusammengezählt mit Tag 2 zusammen morgen. Und der Gesamtgewinner kriegt nochmal richtig geiles Preisgeld. So, der Gesamtgewinner kriegt morgen 25.000 Dollar. Der zweite 19.000, 13.000. Das ist verdammt viel Geld. Das ist extrem viel Geld. Ich hoffe, die Highlights haben euch gefallen. Das war natürlich ein Traum. Und das ist der doppelte Traum.